Was haben Aufräumexpertin Marie Kondo und der Minimalismusautor Fumio Sasaki gemeinsam? Yep, sie beide kommen aus Japan. Kaum ein anderes Land inspirierte die Welt so sehr zum Minimalismus wie dieses. Doch in Japan ist Minimalismus kein neuer Trend. Japan hat Minimalismus bereits in seiner kulturellen DNA. Um vom japanischen Minimalismus zu lernen und auch Prinzipien in den eigenen Alltag integrieren zu können, nehme ich euch mit auf eine kleine Reise in das Land der aufgehenden Sonne und damit auch zu den Ursprüngen des Minimalismus. Ich bin Dennis und hier auf meinem Kanal entdecken wir gemeinsam, wie Minimalismus und Naturerfahrungen dabei helfen können, zu mehr Ruhe und Gelassenheit zu gelangen. Wenn das auch ein Thema für dich ist, abonniere gerne den Kanal, damit du auch von den zukünftigen Videos keins mehr verpasst. Im letzten Jahr war ich für mehrere Monate auf Reisen in Asien. Zum Beginn meiner Reise war Japan noch nicht offen für internationale Besucher. Jeden Tag checkte ich den aktuellen Status. Dann Anfang Oktober die Nachricht: Japan öffnet wieder. Als einer der ersten Menschen nach 2,5 Jahren Covid durfte ich das Land bereisen. Zu Beginn fand ich mich in einem aufmerksamkeitsgierigen Sog von Menschenmassen und Lichtreklame wieder. Das hat jetzt aber nicht mehr so viel mit Minimalismus zu tun. Auch Japan ist nicht verschont geblieben vom Materialismus. Überall wird konsumiert und gekauft. Mir war bewusst, um das alte Japan kennenzulernen, in dem die Wurzeln des Minimalismus liegen, muss ich raus aufs Land. Ich begab mich auf alte Pfade durch traditionelle Dörfer und entdeckte ein Japan, was gegensätzlicher zur schillernden Metropole nicht sein könnte. Eine unvergleichliche Ästhetik und Simplizität, die ich so zuvor noch nie erlebt hatte. Wow! Ja, Freunde, so sieht ein klassisches japanisches Zimmer aus. Es gibt wirklich nur diesen Boden, wenig Möbel und nicht mal ein Bett. Das heißt, das muss man aus dem Schrank holen. Da gibt es eine Matratze, da gibt es ein Bettlaken und ein Kopfkissen. Und das wird dann erst abends ausgebreitet. Also das nenne ich mal minimalistisch. Fremde, die vor der Industrialisierung nach Japan kamen, waren schockiert. Auch wenn es heute schwer vorstellbar ist, besaßen die meisten Menschen vielleicht 2 oder 3 Kimonos, die immer frisch und sauber gehalten wurden, so wie ihre gesamte Garderobe, schreibt Fumio Sasaki in seinem Buch Goodbye Things. Im selben Buch geht Sasaki auch darauf ein, dass Häuser aus sehr einfachen Strukturen waren, die man sehr schnell wieder erbauen konnte, da Menschen selten ihr ganzes Leben an einem Ort verbrachten. Die japanische Kultur war also eine durch und durch minimalistische Kultur. Doch warum ist Japan so, wie es ist? Woher kommt dieses Selbstverständnis von Einfachheit? Ein wichtiger Grund liegt tatsächlich in den Religionen, die Japan die letzten Jahrtausende geprägt haben, im Shintoismus und im Buddhismus. Beide Religionen lehren tatsächlich, dass das Streben nach Einfachheit und die Reduktion auf das Wesentliche den Geist befreit und auch zu einem tieferen Verständnis seiner selbst führt. Bei meiner Recherche bin ich dabei auf sehr, sehr spannende Konzepte gestoßen, von denen wir, glaube ich, noch einiges lernen können. Erstens, Wabi-Sabi. Wabi-Sabi ist ein japanisches Konzept, das die Schönheit des Unvollkommenen, Vergänglichen und Unvollständigen betont. Es ist eine Philosophie, die Schönheit in der Einfachheit, Natürlichkeit und Unregelmäßigkeit findet, anstatt in der Perfektion und Symmetrie. Tatsächlich konnte ich dieses Prinzip auch in den Zen-Gärten wiederfinden. Da geht es selten um Anorganisches oder Vollkommenheit, sondern man orientiert sich tatsächlich an der Natur. So sollen auch die Steine im Garten die Berge und die Muster im Sand die Wellen des Wassers imitieren. Die Betonung abstrakter Konzepte soll die Fantasie anregen und den Geist schweifen lassen, als ein entscheidender Teil des Meditationsprozesses. Die Wabi-Sabi-Ästhetik hebt vor allem die Verwendung natürlicher Materialien wie Holz, Stein und Metall hervor. In der japanischen Küche gibt es einen Schwerpunkt auf die Qualität der Zutaten und die Einfachheit der Zubereitung, ohne unnötige Ablenkungen durch viele Gewürze oder Soßen. Auch den Lebensstil der Japaner hat Wabi-Sabi beeinflusst. Es geht darum, unnötigen Ballast abzulegen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die Idee ist, dass man durch den Verzicht auf Überflüssiges und die Fokussierung auf das Wesentliche mehr Raum für Schönheit und Gelassenheit schaffen kann. Raum für Schönheit und Gelassenheit, das klingt doch jetzt erstmal gar nicht so verkehrt, oder? Aber wir haben tatsächlich noch 4 weitere Prinzipien, die es in sich haben. Motainai.
Das Wort Mutayenai, das drückt ein Gefühl des Bedauerns aus über die Verschwendung einer Sache, deren Wert nicht ausreichend genutzt wurde. Mutayenai. Mutayenai. Mutayenai ist eine Lebensweise, die sich darauf konzentriert, einfallsreich zu sein und die vorhandenen Ressourcen zu nutzen. Im Fokus steht das Vermeiden von Verschwendung. Als ganz praktisches Beispiel aus dem japanischen Alltag ist die Kintsugi-Technik zu nennen, bei der Schadstellen mit Goldlack versiegelt werden. Dies symbolisiert die Idee, dass Brüche und Wunden Teil der Geschichte eines Gegenstands sind. Diese Philosophie hatte einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der japanischen Wirtschaft und Gesellschaft und kann aber auch auf unser Privatleben angewendet werden. Jede Tasse, jedes Kissen und jede Jacke wurde aus Ressourcen hergestellt. Mit ihnen gut umzugehen und, wenn Dinge kaputt gehen, sie auch zu reparieren, vielleicht auch einige Dinge zu upcyclen oder direkt von Beginn an in hochwertige, langlebige Produkte zu investieren, das wird Mutayenai gerecht. Drittens, Ma. Ma ist ein japanisches Konzept, das als Raum zwischen den Dingen oder als Zeitintervall zwischen zwei Ereignissen beschrieben werden kann. Das kann die Stille in einem Raum sein, aber auch die Pause zwischen zwei Sätzen. Bei Ma geht es darum, Räume zu schaffen, aber auch Zeiträume verstreichen zu lassen. Zwei Konzepte, die vielleicht erstmal gegensätzlich klingen, aber sich perfekt ergänzen. Ma ist aber auch eine praktische Betrachtungsweise, Räume zu organisieren. Japaner haben mindestens 4 verschiedene Wörter für Raum. Dies sind Räume schaffen, die Beziehungen vertiefen, wa, neues Wissen generieren, ba, sich mit der Arbeit um uns herum verbinden, tokoro, und alle Momente der Ruhe und Integration, ma. Warum die Japaner jeweils individuelle Raumkonzepte entwickelten, kann uns dabei helfen, im Alltag nicht mehr alle Lebenswelten miteinander zu vermischen und nirgendwo richtig zu sein, sondern Räume für unsere Bedürfnisse zu kreieren, sowohl physische als auch mentale. Ein Arbeitsort ist damit schwierig ein Ort der Ruhe, da wir ihn mit Arbeit verbinden. Zudem muss ein Ort je nach Bedürfnis anders aufgebaut und gestaltet sein. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich mein Zimmer, ein Ort der Ruhe und Integration, nicht so gerne für das Arbeiten nutze, auch wenn ich hier einen Schreibtisch in meinem Zimmer habe. Ich trenne die Bereiche sehr gerne voneinander und gehe dann lieber in einen Coworking Space, arbeite von da, kann mich dann auch nochmal mit anderen Unternehmern oder Selbstständigen austauschen und vernetzen und kann das so ganz klar trennen. Seine Räume so zu gestalten und dir selbst auch Räume zu kreieren für die Dinge, die dir wichtig sind, das können wir vom Konzept der Räume lernen. Es ist die Lehre, die es uns erst ermöglicht, die Fülle des Lebens zu schätzen. Viertens, Danchari. Minimalismus geht natürlich nicht ohne Aufräumen. Hier kommt das japanische Konzept Donchari zum Tragen. Donchari bedeutet Refuse, Dispose, Separate. Rein, sauber, aufgeräumt und ausgewogen, dafür sind japanische Innenräume bekannt. Danchari kommt in jedem Raum zu tragen, vom Wohnzimmer bis über die Küche. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich ganz oft keinen Bock zum Kochen habe. Wir haben einfach keine scharfen Messer in der Küche. Nach der Danchari-Methode ist das kein Problem mehr. Idealerweise sollten maximal 80% des Raums gefüllt sein, um Stress und die visuelle Übersättigung zu vermeiden. Ein netter Nebeneffekt, man ermöglicht somit auch eine bessere Luftzirkulation. Grundsätzlich ist die Donchari-Methode nicht auf den materiellen Aspekt beschränkt. Auch im Kopf aufzuräumen und den mentalen Garten von Unkraut zu befreien, ist ein wichtiger Teil der Methode. Refuse beispielsweise bezieht sich also nicht nur auf das Verzichten von unnötigen Geschenken, sondern auch darauf, Nein zu sagen und sich Zeit für sich und seine Themen nehmen zu können. Fünftens. Shizen. Shizen bedeutet Natürlichkeit und Echtheit. Japaner streben danach, im Einklang mit der Natur zu leben. Die japanische Kultur feiert Shizen zum Beispiel in der Kirschblüte. Für einen kurzen Moment ist diese in voller Schönheit zu bewundern. Dieser Moment ist vergänglich wie jede Sekunde in unserem Leben. Durch Achtsamkeit in der Gegenwart erfährt der Betrachter die Vertiefung des Augenblicks. In der japanischen Gartengestaltung wird diese Philosophie weiter vertieft. Dauerhaft blühende Blumenrabatten lenken mit ihrem Dauerfeuer zu sehr ab. Ein gewundener, waldiger Pfad, welcher an einer blühenden Pfingstrose endet, das vermittelt den Zauber von Shizen. Also, in diesem Video haben wir 5 spannende japanische Konzepte kennengelernt, die nicht nur die japanische Kultur geprägt haben, sondern auch unser eigenes Leben bereichern können. Wabi-Sabi lehrt uns, die Schönheit im Unvollkommenen zu finden und die Einfachheit zu schätzen.
Mutter Inai erinnert uns daran, Ressourcen nicht zu verschwenden und achtsam mit dem umzugehen, was wir besitzen. Ma lehrt uns, Raum und Zeit bewusst zu nutzen, um das Leben in all seiner Fülle zu genießen. Dan Shari lässt bei uns Ordnung entstehen, sowohl in materieller als auch mentaler Hinsicht. Shizen ermutigt uns, im Einklang mit der Natur zu leben und die Schönheit der Echtheit zu schätzen. In meinen Augen bieten diese Konzepte wertvolle Einsichten, wie wir ein bewussteres Leben gestalten können. Und ich finde gerade diese Prinzipien von Einfachheit, Natürlichkeit und auch Achtsamkeit besonders spannend, das wirklich nach und nach im Alltag mehr zu integrieren. Mich würde an der Stelle tatsächlich interessieren, welche dieser Konzepte lebt ihr vielleicht bereits oder welche Konzepte möchtet ihr jetzt mehr in euren Alltag integrieren? Lasst mich das doch einmal unten in den Kommentaren wissen. Und dann würde ich sagen, im Sinne von Mutter Nai, Zeit ist eine wertvolle Ressource, die möchte ich jetzt hier nicht weiter in Anspruch nehmen. Widmet euch wieder den wichtigen Sachen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Macht's gut.